Hallo, der Peter am Start. Willkommen zur neuen Folge von Minecraft. Zu Portal. Wir sind letztens hier beim Level 8. Also glaube ich mal stehen geblieben. Jetzt müssen wir hier irgendwas machen. Nee, warte. Ich verstehe schon. Wir müssen hier die Kugel da durchlassen. Nochmal. Und dann, wenn sie da rauskommt, muss ich da hinschießen. Und dann, wenn sie jetzt wieder zurückgeht, geht sie genau dorthin, weil genau da das rote Licht von dem oder orange Licht von dem war. Nur. Ach, ich muss da ins. Nee, warte. So, dass sie da durch können. Und hier. Wenn das zurückgeht. Ja, nice. Ist eigentlich locker easy. Im letzten Part habe ich ja auch 8 Level, wie ihr gesehen habt, geschafft. Eigentlich habe ich mir gedacht, dass Portal extrem schwierig ist. Also extrem, ich meine, dass es schon einen Schwierigkeitsgrad hat. Aber irgendwie nicht. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Okay. Aber ich hoffe mal, wir packen's. Wär nice, wenn wir heute schon alle Level schaffen. Was ich eigentlich nicht glaube. Aber wäre lustig. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Okay. Wenn es nun möglich ist, dann. Ja. Warte. Da. Was bringt sich's, wenn ich da oben gehe? Warte. Nehmen wir mal das mit, dann kommen wir hier. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Ja. Es ist, wofür gäbe es dann das Spiel, wenn es möglich wäre? Ach ja, der Computer ist halt doof. Ich weiß aber überhaupt nicht, wie sie heißt. Also es gibt einen Namen von ihr, aber ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ich hoffe mal, es ist schwieriger. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung der ganzen Kraftvollimpulse. What the hell? Warte. Oh. Okay, ich bin ein bisschen zu früh gesprungen, aber egal. Runter. Achso. Das soll uns jetzt zeigen. Das Portal. Also, wenn ich jetzt runterschieße, ich springe jetzt da durch, komme ich mit dem Schwung, was ich da runterfall, so nach drüben. Und. Hui! Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Alles klar. Jetzt müssen wir hier das setzen. Und müssen hier so runterspringen. Yay! Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Und jetzt müssen wir von hier. Und locker ist durch. Ja, ich hätte eigentlich wirklich gedacht, es kommt schwieriger. Ich frage mich aber eigentlich, wann bekommen wir das nächste Upgrade zum Portal schießen? Weil man kann ja hauptsächlich zwei schießen. Und darum wundere ich mich ein wenig. So können wir eigentlich nicht trennen. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Hätte ich eigentlich selbst denken können. Warte,
Wo bin ich? Hier ist ein roter Knopf. Drück ich mal. Eigentlich ist rote Knöpfe zu drücken nie gut. Okay, jetzt warten wir, bis er ein Portal hier hinschießt, dann können wir hinten rein. Aber was bringt sich das dann? Frage ich mich. Dann sind wir hier drin. Jetzt müssen wir das irgendwie wohin schicken, aber wohin? Ja, habe ich gerade was geöffnet? Hä? Egal, ich gehe mal wieder hier durch. Ach ja, ich habe das geöffnet, jetzt... Ach, da! Okay. Ach, nice, okay. Das war ein bisschen schwieriger jetzt, eigentlich. Aber es ging eigentlich noch. Und jetzt bekommen wir die zweite Waffe. Hier, nice. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort 4. Okay. Die Sache ist... Achso, da ist ein roter Knopf. Okay, jetzt können wir zwei Portale schießen, nämlich mit Linksklick können wir blaue schießen und dann mit Rechtsklick das orange. Und ja, dann sind wir eigentlich hier durch. Ja, nice. Weil von hier sind wir, habe ich reingeschossen und hier sind wir durch. Ja, nice, Allah. Ich weiß jetzt nicht, wie, also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie das Video bei euch angekommen ist, das erste. Ich glaube aber eigentlich einigermaßen gut, also hoffe ich mal. Weil das Projekt finde ich eigentlich richtig geil. Und wir sind schon kurz vor Ende. Bereit, machen zum Rausschleudern. Mit hinaus in den Raum. Was? Sie hat das anders gesprochen, als es unten, als im Text gestanden ist. Da ein Portal hin und da eins. Das kann man eigentlich erkennen. Dann kommt man hier hin. Ach, und dann muss man hier hin und dann wieder runterspringen. Wow. Voll verkackt. Voll verkackt beim Treffen. Und jetzt habe ich's. Aber wie viel. Ach, da oben. Nee. Warte. Okay, hier kommt ein Portal hin und jetzt runterspringen. Oh. Ah, ist klar. Ja, voll verkackt, würde ich mal sagen. Ja, und jetzt treffen. Hui! Ja, nice. Okay, dann wo müssen wir... Wo ist der rote Knopf da unten? Ja. So. Und damit öffnet sich die Tür da oben, wie es ausschaut. Jetzt müssen wir aber nochmal runterspringen. Ach nee. Und. Ha. Wie? Ja, wie? Reg dich nicht auf. Nur weil die Menschen besser als Roboter sind. Naja, ich schaffe das aber auch nur durch einen Roboterarm. Kann man das nennen? Roboterarm? Nicht durch die Gun. So, jetzt sind wir hier bei 13, okay. Da Sie nun beide Portale kontrollieren konnten, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmittel und Adrenalin wiederbeleben. Alles klar. Oh, da sieht man jetzt schon viele Maschinen. Wieso guckst du mich so an? Ich frage mich, wer eigentlich dahinter ist. Man kann hier leider nicht dahinter schießen. Ich muss jetzt mal mich kurz hier umgucken. Der ballert hier hin. Ich kann es da oben, dann wird das hier aktiviert. Das fährt höchstwahrscheinlich nach unten oder darüber. Ne, darüber, da muss man von da oben runter. Wie ich das eigentlich schon weiß. Ich, wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber das ist schon wirklich länger her.
Aber dass ich so gut mit dem bin, hätte ich nicht gedacht. So. Ja, würde schon sagen, die Kugel soll kaputt gehen. Dann geht das hier rein. Dann muss ich da hinzielen. Und dann hier im richtigen Moment runter. Ha! Und dann mit dem da. Ja, den legen wir mal dahin. Muss ich da rauf. Und ihn hier runterwerfen. Und ich muss dann hier hoch, wie es ausschaut. Und dann hier eine Portgun rein. Und wir haben's. Ja, nice. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man Sie vermissen. Okay. Ich weiß schon das Ende, glaube ich. Aber ich will es euch auch nicht verraten. Och, nee, wie viele von dem jetzt kommen. Aber es wird ja auch schwieriger. Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und Sie sind ein hervorragender Testkandidat. Danke. Okay, da kann man keins hinschießen. Man müsste hier eins setzen und höchstwahrscheinlich hier eins. Dann müsste man mit Schwung darauf kommen, wenn ich gewusst hätte, wie wo das war. Warte, hier, dann muss man sich so umdrehen, oder? Ja. Zweimal hindurch. Yay. Wie gesagt, ich will ja auch, ich erwähne es jetzt auch nochmal in diesem Part. Ein Fail. Ich will, also wenn ihr wollt, dass ich das zweite Projekt, dem zweiten Teil, also es gibt ja Portal 2, wenn ich das machen soll. Ja? Okay, dann muss ich jetzt, achso stimmt, da runterbringen. Wenn ich den zweiten Teil machen soll, dann müsst ihr einfach in die Kommentare schreiben, dass ihr es wollt. Und dann mache ich den zweiten Teil auch, aber mit wem anderen noch dabei. Also mit noch einer Person. Nein! Och. Nein! Okay, das ist eigentlich ganz leicht. Ich muss einfach hier durch und man hat's. Ja. Och nee. Warte, da hier hin. Ich kann mich an die Stelle erinnern. Nein! 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 Erster Fail. Och nee. Weh, ich muss jetzt alles wieder von vorn machen. Also das mit dem Ding auch. Mit der Kiste. Weh. Okay, man spawnt genau hier, wo die Kiste war. Okay. Das ist gut. Weil soweit, wie gesagt, war ich auch nicht. Und es werden doch die Plattformen hoch. Also habe ich nicht gedacht. Och nee. Oh, hoppsala. Ich könnte eigentlich durch das Portal durchgehen. Wenn der das losschießt, dann gehe ich da durch. Merken, oranges Portal brauche ich. Das blaue Portal muss hier oben hin. Ja. Und ich hoffe, er schießt das. Oder habe ich jetzt das Falsche genommen? Nee. Ja, nein, geschafft. Sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Ja, habe ich schon gesehen. Aber die machen die Rätsel. Also, die Rätsel sind einigermaßen noch okay. Die sind auch nicht so extrem schwierig gerade. Ich werde jetzt eins noch machen. Weil der Part jetzt auch schon wieder 15 Minuten lang ist. Also, glaube ich mal, wieder. Ich will sie nämlich kürzer halten, wieder. Es wird nicht allzu lang werden. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer.
Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Okay, wir müssen da rüber, weil dieses Portal schützt unsere, also mit dem kann man unsere Portale nicht, also da kann man nicht durchschießen. Sache ist, man muss da mit Schwung durch. Aber, ach, ich weiß wie, Das hat, an das erinnere ich mich. Man muss da durchspringen und dann in das wieder reinfliegen, um dann mehr Schwung zu holen, um dann wieder durchzufliegen. Das heißt, man fällt einfach doppelt mal runter. Okay, das geht durch, das Blaue dann da. Ich kann ja natürlich da durchgehen, das ist ja kein Problem. Was, die werden gelöscht? Och nee. Kann man da in der Mitte stehen? Hm, nee, geht nicht. Wie... Jetzt ist es noch schwierig bis zum Ende hin. Ist das Lava? Lol, das ist glaube ich Lava. Ja, egal. Das soll uns nicht stören, sondern wir müssen da hier weiter. Wenn wir das hier so ballern, können wir das nicht... Hm. Ach, oder? Ich weiß wie. Es muss da durch und dann schnell wie möglich muss ich da und da ein Portal setzen. Okay, ich warte noch einmal, bis es explodiert. Also, ich hoffe mal, dass es explodiert. Aussieht nicht, das wird irgendwie schneller, kommt mir vor. Okay, egal. Nein! Ich muss das extrem schnell machen. Ach, warte, jetzt habe ich ja Zeit. Oh, oh mein Gott. Stimmt, wenn das Portal weg ist, dann kann es ja auch nicht mehr zurück. Oh, war eigentlich leicht, aber ich habe es nicht gleich beim ersten Mal verstanden. Aber es geht noch weiter. Oh, nee. Den Raum kenne ich sogar. Okay, der Part wird doch vielleicht ein bisschen länger. Weil der ist, das Modul ist schon ein bisschen schwierig. Modul? Kann man Modul sagen? Man braucht hier Schwung. Das weiß ich. Und hier, dann während man wieder hier rausfliegt, muss man unter sich wieder ein Portal setzen. Das wäre das Orangene. Mach das schnell fertig. Ja, springen wir jetzt mal da durch und... Ja, nice, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, hätte ich nicht gedacht. Weil es eigentlich extrem schwierig ist. Ich war da auch jünger, wie ich das gespielt habe, also dann war es natürlich schwierig. Wir müssen das jetzt hier zum Laufen bringen. Man könnte hier jetzt schon, oder warte, hier könnte man schon drüber spicken, wie das aussieht. Aber viel bringt es natürlich auch nicht. Da ist das ist einfach jetzt das gleiche Prinzip. Nur halt ohne Anlauf, das müsste man glaube ich zweimal machen. Das ist nicht schwierig. Oh ne. Welches Orange-Portal? Okay. Okay, doch nur einmal. Okay, dann passt's. Warte, wenn da gehört das Blaue hin und da das Orangene? Ja. Okay, ich hab's. Oh, oder? Trifft es es? Ja. Okay, wir haben's. Nur die Sache ist, wie kommen wir zurück? Schafft man es von da aus? Dann wird's auch wieder schwierig. Oranges und... Nein! Geschafft! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Das war jetzt eigentlich noch easy. Also, ging eigentlich noch. Oh, ernsthaft. Wie bin ich jetzt hier gestorben, bitte? Wie bin ich jetzt hier gestorben? Weh, ich muss das jetzt nochmal machen.
Wehe. Okay. Und wie ich jetzt bemerke, man muss das. Man kann nicht mit. Man fahrt mit dem nicht mehr zurück. Da kommen immer mehrere Plattformen. Deswegen muss man da mit den Portalen jetzt arbeiten, um die Ecke nämlich. Oh mein Gott, das war jetzt Luck. Das war Luck. Oh mein Gott, das war jetzt auch wirklich richtig knapp. Okay, das geht auf und ab. Wir müssen das hier zum Laufen bringen. Das ist da oben, da drinnen. Da müssen wir irgendwo einen Knopf öffnen. Also wir können hier rauf, oder? Ja, wir können hier rauf. Mehr können wir auch nicht. Ach da, doch da drüben können wir was machen. Da ist ein Knopf, was bringt der? Ach, der öffnet eine Tür nur. Nein, ich hab's verkackt. Ich hab's sowas von verkackt. Als ob. Okay, aber jetzt ist es leichter, weil wir können hier jetzt einen Knopf drücken und hier jetzt einen Knopf. Und jetzt können wir hier das machen. Und jetzt haben wir es. Wussten Sie, dass Sie dem Mädchen Selbstwertfonds von Aperture Science eines oder alle Ihre Organe spenden können? Ganz recht. Ich will keine Organe spenden. Bis jetzt funktionieren sie noch einwandfrei, also will ich sie noch behalten. Ja, wir haben endlich es geschafft. Wir haben es endlich geschafft. Oh mein Gott. Ja, dann schauen wir uns noch den nächsten Raum an. Und dann will ich auch mal sagen, dann wäre es das auf diesem Part. Zwei dumme Fails waren, glaube ich, in dem Part. Sonst war es eigentlich wieder recht gut, was wir geschafft haben. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Okay, jetzt kommt das geilste Level ever. Aber das machen wir jetzt nicht diesen Part. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Eine Bewertung wäre nice. Und dann will ich mal sagen, bis später, euer Peter, ciao. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science.